Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Heute ist ein schöner Vlog. Und wie ihr gerade schon merkt, bin ich gerade aufgestanden. Und wir gehen jetzt in die Küche, um uns einen Kaffee zu machen. Ich steige mal hier hin. So, meine Tasse. Oh. Leute. Oh, von gestern noch. Ja. Ich muss zwar sagen, ich trinke entweder Pulverkaffee oder normalen Kaffee. Aber heute. Und ja. Ist denn hier noch genug Wasser drin? So, Wasser ist drin. Ich nehme nur ein Kaffeepilz reinpacken. Hier sind Beine drin. Und ja. Da kommt jetzt einer rein. Zack. Jetzt habe ich gerade das hier vergessen. Aber Kreatin und hier ist noch Kaffee dran. Und das von gestern, egal. Anmachen und ja. Was mache ich heute noch? Ich will vielleicht nicht nachher noch in Training, ein bisschen mit Kollegen, der hat mich auch gerade geschrieben. Und ja. Hier noch ein Brötchen von gestern. Und ja. Was mache ich, bevor ich. Also zu essen mache ich heute Tatsache Nudeln mit Gemüse oder Spinat. Ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehmen werde zubereiten, aber ich werde gucken. Ich werde jetzt auch ab und zu mal öfters mal vloggen und ja. Und ist der Kaffee jetzt mal gleich hier fertig? Hoppala. So. Und der Kaffeemaschine ist nämlich nicht schlecht. Wie schon gesagt, eine Kaffeemaschine ist nicht schlecht. Nur ein Pad reinpacken muss und fertig. Hier ist ja die andere hier hinten, die habe ich ja auch schon mal angeboxt in einem Video. Also nicht angeboxt, aber euch mal vorgestellt, was das für eine ist. Aber darum geht es ja heute gar nicht. So. Ja, top, top. Kaffee. Oh, ich kann schlafen. So, brrrt. Eigentlich würde ich jetzt in dem Kaffee noch ein bisschen Zucker reinmachen, aber nein, heute nicht. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Soweit ist ja alles okay. Nein, wir gehen hier rein. Und, ups, der Spiegel spiegelt zu sehr. Ja, also ich mach mal ein Stückchen runter. Also ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, aber das macht euch ja bestimmt nichts. Wir sehen uns dann gleich. So, da bin ich wieder. So, fertig gearbeitet habe ich. Ja. Und jetzt muss ich noch mal kurz in Küche und Schlafzimmer. Einmal kurz ins Schlafzimmer. Ich lasse mal endlich ab. Ja.
weil ich bin nämlich jetzt was anziehen werde. Wie ihr bestimmt alle mitgekriegt habt, habe ich jetzt endgültig mit dem Rauchen aufgehört. Rauchen ist nicht gut für eure Gesundheit. Also fangt damit auch gar nicht erst an, weil das bringt euch nichts. Wie schon gesagt, das bringt euch einfach gar nichts, wenn ihr damit einfach jetzt anfangt. Wie schon gesagt, das bringt euch nichts, wenn ihr anfängt zu rauchen und. Nehmt keine Drogen, lebt einfach so, wie ihr seid. Wenn ihr gesünder leben wollt, dann lebt gesünder und. So, wir haben jetzt mittlerweile schon 20 nach 12, wollte eigentlich gleich anfangen, Essen zu machen. Das werde ich aber, hoppala, erstmal doch nicht tun. Dafür habe ich gerade echt keine Zeit. Mein Kaffee ist mittlerweile auch schon kalt. Aber macht ja nichts. Und ich könnte ja ein paar Kommentare vorlesen. Dafür stelle ich mich jetzt. Nein. So, ihr müsst euch einmal rumdrehen. Ah, wieso nicht? Oh. So. Werde ich einmal ein paar Kommentare vorlesen. Ach ja, damit nehme ich immer die Real Talk Videos auf, also wenn ich nur am Labern bin. Ich lese jetzt mal ein paar Kommentare vor und dann. Mir ist auch aufgefallen, dass die YouTube-App sich komplett verändert hat. Und das merkt einfach. Mein Kanal. So, Videos. Ich habe mittlerweile schon 54 Videos oder mehr. Das weiß ich leider nicht. Aber egal. So. Es gibt. So. Also, wie schon gesagt, die Let's Plays kommen ja bei euch nicht so gut an. Kann ich verstehen. Ihr wollt unterhalten werden. Wenn euch das nicht gefällt, dann gefällt euch halt nicht. Dann packe ich die halt woanders drauf. Aber egal. So. Einen. Mein. Hier, ne? Ja. Oh, wie ich gerade sehe, sind wir mittlerweile schon 44 Abonnenten. Ja, lol. Ey, einfach geil. Dann fangen wir einfach ganz unten an. Ich habe ja gesagt, der Kollege Samsung Galaxy Tab E, großes E. Und ja, da hat Fitness No Fan Group geschrieben: Finde deinen Kollegen nicht, PS, gutes Video. Dankeschön, Grüße gehen an dich raus. Dann von Dean, bin für Real Talk. Perfekt, Real Talk und Vlogs. Dann von, keine Ahnung, wie jetzt, wie das ausgesprochen wird. Bist der beste YouTuber und Real Talk ist beste. Läuft. Da hat er nochmal geschrieben, Hashtag fuck the DVG. Da hat er auch noch geschrieben, wollte heute mit dem Bus fahren und der kam einfach 10 Minuten zu spät. Wie schon in dem Video gesagt, das geht einfach überhaupt nicht. Also,
Ne? Dann hat die Michelle Röse Röse geschrieben. Keiner ist besser als du. Danke dafür nochmal. Grüße gehen an dich auch raus, Michelle. Son Caro, yay. Son Caro nochmal kommt heute wieder leisten. Gestern kam der Livestream, ja, den habe ich gestern Tatsache beendet, weil mir das gestern, was da noch geschrieben wurde, etwas zu viel war. Außerdem war es auch schon zu spät. Heute kommt natürlich kein Livestream, weil dafür habt ihr Unterhaltung dankt. Jeff der Schwitzer, ich finde Real Talk besser, Videos am besten. Real Talk Videos am besten. Und da hat ein Fitness Flo Ultra geschrieben. Bin stinksauer, es wurde nicht in meiner Abo-Box angezeigt. Kann es jetzt erst 3 Stunden später anschauen. Ja, Fitness Flo Ultra, da muss ich sagen, es ist nicht meine Schuld. Ich habe das Video früh genug hochgeladen, also da konnte ich leider nichts dafür. Ich habe mich auch nochmal bei dir dafür entschuldigt. Oh, da kann ich nichts für, sorry. Also, da hat nochmal, also, da geht mal bei mir auf dem Kanal, oben wo abonnieren steht, ist so eine Glocke. Die aktiviert ihr und dann könnt ihr, sobald ein neues Video hochgeladen ist, das Video wird dann bei euch in der Abo-Box angezeigt. Und. Glaub, ich weiß. Aber egal, macht einfach und dann verpasst ihr auch mittlerweile auch keine Videos mehr. So, Son Koro vor 18 Stunden hat geschrieben, 55 Minuten ist viel zu spät, da würde ich mich beschweren. Genau, da habe ich mich auch mal bei der DVG beschwert, weil es kann ja nicht sein, dass es ständig zu Verspätungen der Busse kommt, bei Straßenbahn kann ich es verstehen. Aber bei den Bussen, ja eher gesagt, ich muss sagen, die Straßenbahnen sind eigentlich überpünktlich, also pünktlich, nur die Busse sind halt nicht pünktlich. Ja, also, liebe DVG, wenn ihr das seht, ändert mal bitte was dran. Ich weiß, ihr habt im Moment Probleme mit den Bussen und Straßenbahnen, aber bitte ändert was, also es geht langsam echt auf die Nerven. So, zum Beispiel, ach hier, ich habe ja vor 4 Tagen das Klartext hochgeladen. Und ich werde das jetzt auch mal anschauen und die Kommentare vorlesen. Und ja, es sind 31 Kommentare dort aufgetreten und ich muss sagen, es ist einfach mega. So, Nadine, San, Cora und Jeff der Schnitzer sind YOLOs. Schön, gut. Da hat Fitnessflow. Jeff der Schwitzer sagt, der Hater, der vor Fitnessflow-Tür randaliert hat, ist what the fuck Hater. Zu dem Thema Hater kommt natürlich auch nochmal ein spezielles Video und. Fitnessflow-Brandhub, Dean, verpiss dich mit deinem Fake-Account. Ach, da sag ich mir so. Du bist besser der Beste. Scheiß auf die YOLOs. Von Fitness Flow Fan. Danke, Grüße gehen an dich raus. Ich bin treuer Fan seit einem Jahr. Perfekt. Anti-YOLO Boy Ultras. Ach. Treuer Fan seit 5 Monaten. Erster. Downfall 2. Tante Marianne und deine Fake-Accounts. Ach, da gehe ich jetzt auch gar nicht mehr auf ein. So, ihr könnt mir auch Tatsache mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Vlogs okay findet. Wir haben mittlerweile 11:30 immer noch. Und. Ach ja, dieses kleine Teil hier. Da steht ihr immer drauf, aber wie sich das anhört, da steht ihr immer drauf, wenn ich auf Instagram den Livestream mache. Und ja, da wollen wir doch mal weitergehen und ja, gut.
Der Garten sieht aus wie Sau. Aus wie Sau. Der in der Mitte, der da. Überwuchert. Ich habe kein Geld. Obwohl das Geld ist im Moment unwichtig und. Ja. Oh mein Gott. Guckt euch mal die Küche an, Leute. Ich müsste mal was tun. Aber nicht jetzt. Ich habe vorgestern schon ein bisschen, hoppala, vorgestern schon ein bisschen weggespült, aber es häuft sich mal wieder hier alles an. Brot ist genug da. Ja, Brot. Vollkornbrot, Toast, Vollkornbrot, Vollkorntoast und normales Brot. Ja, noch irgendwas. Wart. Nö, eigentlich nicht. So, ich würde sagen, das war's wieder von diesem kleinen Vlog. Und ja, Vlog kann ich das jetzt leider nicht so bezeichnen, aber es reicht. Wir haben jetzt 11:30, vielleicht kommt der nächste Vlog. Also der Vlog hier kommt heute noch online. Und der andere, den drehe ich nachher auch noch ab und irgendwie finde ich, überbelichtet. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in einem weiteren Real-Life-Video oder in einem nächsten Livestream. Denkt daran, heute Abend um 20 Uhr auf Instagram live, wenn ich dein Zuhause bin, was ich hoffentlich. Ich habe doch gerade gesagt, wir haben 11:30, ne? Wir haben nämlich 10:30. So, nein. Heute ist nicht mein Tag. So, okay. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. Bis dahin, auf Wiedersehen. Euer Fitnessflo. Ciao.